So, da bin ich wieder. Und ja, da kann ich euch was erzählen. Weil ihr habt jetzt gestern den Stream zu Ende gehabt. Ich sag doch, ich spiele jetzt hier gleich weiter. Und ja. Dann bin ich einfach ins Essen gegangen jetzt und war nochmal so weg. Ich hab dann sogar noch. Also unglaublich eigentlich, was ich alles gemacht habe. Daher erschreckt kleine Gegner. Ich werde nicht wiederholen, von daher schmeißen wir das jetzt weg. Ja, ich habe echt ganz viel gemacht und habe mir jetzt auch überlegt, wir werden den Boss sitzen. Ja, wenn ich ihn auf Anhieb schaffe, werde ich ihn hier im Video lassen, wenn das nicht zu lang dauert. Ansonsten werden wir den rausschneiden, wie gesagt, als extra Video. Ich schaue, dass ich den möglichst schnell hochstelle. Aber da schauen wir dann mal. So, ich bin eigentlich ganz froh über den weil uns gibt das die Möglichkeit, jetzt nochmal zu verteidigen, damit wir ein bisschen. Ja, ich bin gespannt. Da ist eine Katze drauf, da bin ich jetzt gerade drauf. Funken-Dynamo! Wenn ich den Kampf rausschneiden soll, dann ist der Teil, dass ich keinen Fleisch erwähne, dann kann ich wieder mal drauf. Dann gibt es ja das Adventskampf dabei. Scheint mir doch sehr angepisst sein. Weit bei den ganzen Funken Dynamo! Das ist mittlerweile auch wirklich noch viel. Ja, das ist super vorgezahlt. Ich habe mir mal den genauen Wert angeguckt. Ich glaube, er ist bei 400%. Sprich, der Zusatz ist eigentlich echt stark. Oh. Ja, dann verteidigen wir jetzt nochmal, weil ich schon wieder ist der letzte Kampf vor der Folterarmung. Und ganz ehrlich, warum sollte ich es mir schwerer machen und damit weniger HP reinstatten in den Kampf? Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig zum Zuschauen, aber Leute, nimmt einfach mal mit. Mitzufühlen, ich gebe hier alles, nur für euch. Deswegen darf ich Rose auch attackieren, weil. Dann habe ich die auf die nächste Stufe im Zusatz. Ich habe das in der Pause mal nachgeschaut. Damit sollten wir jetzt bestens vorbereitet sein. Mal eben gerade ein bisschen weit weg vom Mikro. Oh, ist ja sogar noch das Level up. Sehr nice. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Das macht alles den nächsten Kampf leichter. Und wir gucken uns nochmal kurz die Zusätze an, wie weit das sind. Ja, oh, 440% Schaden, okay. Er hat gerade 80% Schaden dazu bekommen. Aber wir können nicht mehr Gegenstände tragen, oh Wunder. Da schauen wir doch mal, was wir ablegen können. Hab gehört, ich habe gerade den Vorschlag bekommen, wiederholen. Ach, kleine Gegner benommen, weg damit. Offenbar nicht. Was soll denn das? Das ist eine Giftnadel. Oh, dann können wir Gegner vergiften. Ich werde das jetzt nicht an den Boss verschwenden. Der wird wahrscheinlich eh immun sein, sondern ich werde hier speichern. Und dann werden wir in den Kampf zur Polterarmor gehen. Drückt mir schon mal die Daumen. Ja, ich mache den Guide jetzt umso wieder zu mit dem Weg. Mir ging es ja darum, dass ich hierher finde.
Oh, nochmal zwei Truhen. Und da oben hängt etwas, was aussieht wie ein Schwert. Das ist sehr, sehr nice. Ja, wie gesagt, mir geht es nur darum, dass wir herfinden. Ah, noch ein Rückblick, sehr schön. Interessant. Es gibt anscheinend neben Kaiser Diaz, Sieg und Rose noch eine Verbindung. Oha, da bewegt sich was. Ja, das wird wohl meine Polterhammer sein, gegen die ich kämpfen darf. So. Ja, willkommen im Kampf gegen die Polterarmor. Das ist der erste große Spitz, oder der erste optionale Boss, den wir jetzt wirklich bekämpfen. Ich glaube, die Virage mit den 10 Drives war es auch. Wir werden jetzt hier mal schauen. Ja, hat drei Teile. Wir werden erstmal die Rüstung angreifen. Am Schwert weiß ich, das hat eine böse Attacke. Meine kleine Spielspitze, noch sind wir bei 3-1. Wenn das hier lang genug oder wenn ich zu viele Tries brauche, werde ich sehr wahrscheinlich ein Voice-Over machen. Wir fangen aber jetzt mal mit einem Special direkt an, warum uns mit Kleinigkeiten aufhalten. Und wie gesagt, jetzt sind wir bei Try 1. Da kann ich voll mit leben. Ich bin wirklich schon sicher auf dem Arm. Ja, soll. Also, wie gesagt, 3-1. Wir werden jetzt einfach mal testen, was er kann. Im Notfall muss ich überladen. Aber ich fahre jetzt einfach mal Single Target auf die Piste. Ich werde Miranda vielleicht auch ein bisschen die Zauber, die wir gesammelt haben, mal einsetzen. Wir haben ja zumindest beim letzten. Beim vorletzten Gegner ziemlich viel Schaden gemacht. Letzter Angriff! So, mit Miranda werde ich übrigens normal angreifen. Hat einfach Hintergrund, sie ist der Heiler und ich habe glaube ich keine MP-Auffüll-Items. Oder nicht so viele. 1500 Schaden, ja, sehr guter Start. Ich hoffe einfach, das gibt uns hier einen kleinen Vorteil. Aber 333 Schaden ist halt schon eine Nummer. So. Einfach. Sternrohr kostet 10. Dann können wir das noch zweimal anwenden. Das ist ja schön. Das heißt, mit Rose können wir gleich mit der stärksten Attacke angreifen. Was wir natürlich auch machen werden. Wie gesagt, ich versuche mich hier auf Single-Target zu halten. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Polterarmor vielleicht das Element dunkel hat, das wäre sehr blöd für uns. Werden wir jetzt aber gleich feststellen. Und dann entsprechend unsere Strategie anpassen. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel HP der hat, von daher. Ich muss ja jetzt echt einfach mal ins Blaue rein. 488 Schaden. Oh Leute, der ist voll immun gegen Schatten. Aber er scheint nicht so viel damit zu haben.
Scheint nicht so viel AP zu haben, sorry. Und das Schwert kann er gerne angreifen, das macht jetzt nur 100 Schaden. Aber das könnte eine Zustandsveränderung sein. Wir sind die Attributen, ich hab gehört. Wir sind großteils immun. So, sie darf angeblich keine Items benutzen. Ist uns das Lagoon erstmal egal. Ist natürlich schade, wenn wir jetzt ja, mit ihr die Zauber-Items benutzen sollten, dass wirklich die Befehle blockt. Aber nun gut. Dann ist das jetzt einfach so. Wir fahren einfach bei der letzten Angriff. Werden die radikal ausradieren. Letzter Angriff! Leider kam der Controller vibriert und er kann ich mit der nicht andersrum, ich kann mit der Hand mit der Tischina halt nicht den Controller mithalten. Und dabei rauchen, weil dann der ganze. Ja, das ganze Mundstück vibriert. Oh, da er anscheinend immun gegen Schatten ist. Greifen wir normal an, das macht ähnlich viel Schaden wie unser großer Drache. Ah, das war schon mal die Rüstung. Weiter geht's mit dem Schwert. Der Kampf ist doch ganz einfach und wenn das so weitergeht, werde ich sehr wahrscheinlich einfach ja, den Kampf drin lassen im normalen Video. Wir werden trotzdem T-Shirts online stellen. Ich denke, das ist für euch ganz nice. Den Kampf war absolut. Beziehungsweise auch für andere Personen, wenn sie denken, hey, ich könnte mal angucken, wie denn so die Spezialbosse sind. Dann habe ich die überall einfach. Ja, drin. Kampf und Fake, die gibt aber noch. Yes. Okay. Das war sehr, sehr unerwartet. Damit hatte ich beim besten Willen nicht gerechnet und damit echt ein Problem. Sollte das noch mit einem passieren und dann noch einen Blocker auf Gegenstände kommen, dann können wir uns nämlich nicht wiederbeleben, sondern müssen mit dem kämpfen, was wir haben. Das wird dann nicht lustig, aber ich wäre auch gerade fest, wir haben sind schon bei 7 Minuten kämpfen. Ja. Wird ein interessanter Kampf. So, noch was getrunken. Und ja, dann bekommt das Schwert doch jetzt auch mal einen letzten Angriff ab. Einfach raushauen, was geht. Überleg gerade, wäre das gut gewesen, ein Item, das plötzlichen Tod verhindert, anzulegen oder. Letzter Angriff! Ich glaube, Königsfeder, die sogar wiederbelebt. Ich hab's immer noch nicht nachgeguckt. Wäre, glaube ich, sehr gute Option hier im Kampf gewesen. Wobei ich auch denke, dass die Königsfeder maximal einmal pro Kampf bockt oder sogar nur gelegentlich eine 100% Chance hat. Aber da schauen wir dann mal. So, Polterschwert auch schon gelb. Der Kampf läuft bisher bis auf den Tod von Miranda, wie ich mir das vorgestellt habe. Und perfekt getroffen daher, ja nice. Der Failsblocker ist gut. Was hättest du aus dem Kopf kriegen sollen? Ich kann kein Verdienen machen. Jetzt bin ich mal gespannt.
aber scheint die gute Rose jetzt im Vergleich zu kommen, nicht weiter zu verlieren. Hab auch gehört, wenn man die Gegner sind negative Zustände weg, vielleicht geht es in einem Special. Wäre natürlich sehr nice. Aber muss man gucken. 700 Grad, nee, nee, nee. Und er macht wieder diese blöde Attacke. Der am besten nicht weiß, was ich halten soll. Und da tot, ja danke. Ja, im schlimmsten Fall werden wir mit Rose gleich wiederbeleben. Und mit Miranda dann den weißen Begun draufhauen zum Vollheilen. Glück, ich glaube, ich habe noch zwei Engelsbegriffe. Ah, das war schon mal der Teil. Ja, erwartet nicht dort von mir perfekt dabei. Ich krieg das sogar ohne Aufnahme nicht hin, perfekt zu machen. Von daher. Zurück aus dem Dragoon, jetzt müssen wir schnell sein. Nicht, dass uns hier auch noch der Befehl blockiert wird, ihn wiederbeleben. Ja, vier Engelsgebet sollten wir auf alle Fälle dann noch eins uns nachkaufen. Ich spiele jetzt erstmal da wieder, weil Miranda diesen komischen Befehl drauf hatte für Items und ich nicht weiß, ob das über den Tod hinaushält. Nochmal den Dragoon kaputt, ja danke. Finde ich gar nicht mal so toll, aber der Kampf ist glaube ich eh gelaufen. Wenn ich jetzt nicht Befehle zerhauen. So, wir sind wieder im Geschäft. Und ich finde es schon überraschend. Gegenüber, also dass er dann 2000er wiederbelebt wird. Funken Dynamo! Wir rannten dagegen nur mit 1000 HP. Aber wir haben noch einen weißen Dragoon. Den setzen wir jetzt ein zum Vollheilen. Und dann schauen wir mal. Also konnte jetzt nicht viel die Polter-Armor. Ich finde den Speicherpunkt vorne dran doch ganz gut, wenn man jetzt überrascht wird von den Tappen-Death-Attacken des Schwerts. Ist das vielleicht nicht schlecht. Wir sind nach wie vor im ersten Try. Bin da sehr, sehr zuversichtlich. Das nächste Mal wird vielleicht erst das Schwert machen. Dann kann das vielleicht nur einmal diese Attacke machen, aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen, dass wir jetzt noch weiten. Glaube ich irgendwie nicht. Dafür sind wir, glaube ich, einfach zu stark. 1600 Schaden. Eieiei. Wie ich gerade richtig gehört habe, war da auch das Geräusch, dass der Helm kaputt ist. Das heißt, wir haben für den Kampf 12 Minuten gebraucht und die Polter-Armor besiegt. Herzlichen Glückwunsch an uns. Eine Rauchkugel und den Seelenfresser. Von dem weiß ich, das ist Darts beste Waffe. Allerdings braucht man dafür den Therapiering, weil das sonst die Energie durchgehend abzieht, jede Runde 10%. Also das, was genau der Therapiering uns wieder heilen würde. Jo, wir schauen mal ein paar Sachen. Zum einen haben wir einen Zusatz bekommen. Ich guck mal andersrum, ob wir den Zusatz bekommen haben. Ja. Den rüsten wir gleich mal aus. Außerdem schauen wir uns die Ausrüstung von da an. Ich möchte einfach mal sehen, was der Seelenfresser an Schaden machen würde. Ah, da. Da werden einem schon so ein bisschen die Augen feucht, ne? Dass du den Attack unglaublich hochsetzen. Wisst ihr was? Das ist so eine geile Waffe. Sorry,
dachte ich, rüsten wir jetzt mal aus. Und ich habe gehört, wir haben Rüstung von Arno dazu mal. Panikglocke. Ja, das war's hier. Wir haben die Poldarmor besiegt, Leute. Sehr, sehr geil. Ich muss mir hier kurz noch eine Notiz machen. Welche Folge das jetzt war. Wir gucken uns mal die Rüstung von Arno dazu mal an. Ob das überhaupt ein Ausrüstungsgegenstand ist. Ja, ist sie. Okay, die nehmen wir natürlich. Rüsten das wieder da aus. Einfach, weil er unser Main-Charakter ist und wir ihn jetzt schon so gepusht haben. Und wir speichern, weil ich habe jetzt keine Lust, an normalen Gegnern zu sterben. Ich glaube es zwar nicht, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und wir kommen hier in einen Kampf. Ich kann es kaum erwarten, unseren Soul Eater einzusetzen. Ja, ich denke, wir werden die Folge noch aus dem Schneefeld rauslaufen. Und dann sind wir wahrscheinlich, wenn wir fertig sind, an dem Punkt, dass wir oben aus dem Gletscher rausgekommen sind und dann direkt speichern werden. Haben jetzt noch 8 Minuten. Ich denke, das können wir vertreten. Aha. Ein Zauber. Interessante Animation dafür. Flash, aber wir werden jetzt gleich mal gucken, was da zu anfangen macht. Okay, wir werden das sehen. HP eingebüßt hat. Yes! Das! Yes! Das! Ah! Das! Yes! Ah! Funken Dynamo! Ja, das geht. Das ist jetzt nicht so viel mehr. Was ich sage, das brauchen wir irgendwie das Schwert. Ich werde das dann, glaube ich, wenn ich gespeichert habe gleich. Und dann offscreen wieder wechseln. Muss ich das jetzt nicht antun, dass ich durchsuche, dass ich das zweitbeste Schwert habe. Ich habe mir den Namen natürlich nicht gemerkt. Wäre auch zu einfach. Nun, noch ein Zauber. Ich sehe schon, die wollen Dart möglichst klein machen jetzt. Verloren, also der Gain von dem Schaden ist jetzt nicht so groß, dass er wettmacht, dass wir hier so viel Schaden bekommen. Dynamo. Ich rüste das jetzt doch aber gleich um, weil noch 2-3 Kämpfe überleben wir so nicht. Und das möchte ich jetzt eigentlich verhindern. Wir haben ganz viele schöne, viele Schurkenschwerter. So, ein Krummschwert mit 26. Ein Schädelbrecher mit 34. Ja, gut, den behalten wir mal. Und es geht weiter. Zurück. Ja, werden wahrscheinlich auch wieder ein klein bisschen die Folge überziehen, aber ich habe keine Lust, jetzt auch eine dritte Folge am Stück zu drehen. Von daher müssen wir damit leben. Ich denke, ihr könnt mir es verzeihen, weil bisher habe ich zu meinem Wort gestanden. Wir haben kaum eine Folge überzogen. Wir haben extra Bosse gemacht. Und machen an uns ein Ziel einfach ein sehr gutes Spiel, glaube ich, bisher. Ja, ich sehe das jetzt halt einfach. Funken Dynamo! Ja.
genau, den muss der Bolt auch noch erledigen. Ja, der ist dann da drüber. Oh, der Rose hat sich schon erledigt. Alle sind jetzt gerade nochmal angreifen dürfen. So, noch ein Uhr. Kampf gegen Poldano haben wir jetzt vielleicht auch gesehen. Warum ich den weißen Dragon einsetze. Ja, in der Gruppe habe. Oh, die Heilung. Dynamo. Den nehmen wir natürlich schon gerne mit. Ja. Es geht mir auch langsam aus, worüber ich reden könnte. Ich sehe gerade, Dart braucht wieder nur noch 3000 bis zum Level Up. Hat die Poldamo ist natürlich auch einen schönen XP-Boost gegeben. Zusätzlich zu diesem netten Item, was wir bekommen haben als Darts Schwert. Bin ich echt von angetan. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas zum Heilen haben, aber das würde alles wieder so lange dauern. Leute, uns rennt die Zeit davon. Wir sind jetzt auch schon bei 71 Folgen. Aber das Ende von CD3 ist nah, das ist nämlich nach Felbert, nehme ich an. Und wieder drei von den Gegnern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auch nur Kanonenfutter für uns. Wie eigentlich so ziemlich jeder Gegner. Schön, dass die Miranda fokussen. Das ist, glaube ich, weil die Elemente gut sind. Und immer das entgegengesetzte Element eigentlich angreifen, wenn es da ist. Oder meistens. Damit, ja, wissen wir auch, was Rose hier wahrscheinlich sehr gut ausrichten kann. Weil, wenn wir den Dunkel angreifen, ist nicht so gut. Ah, schade, ein Dart vorbei. Hier können wir ihre Werbung stehen. Ja. Wie kann das sein? Funken Dynamo! Wir wandern dann großteils unangetan von denen ihr Attacken macht, jetzt einfach wieder selbst halt. Spricht natürlich auch für unsere Charaktere. Und ich bin immer wieder bestätigt, dass sich die 5-5-5-5 ja, am Wochenende echt gelohnt haben. Und ja. Schauen wir mal, wo das so hinführt. Where the rain grows natürlich, um ein Halloween-Zitat zu bringen. Oder ernst, um einen Halloween-Liedtitel als Zitat zu verwenden. Oh Leute, das ist jetzt nicht wahr, dass wir jetzt noch einen Kampf haben, ne? Das Spiel möchte nicht, dass wir das rechtzeitig hier zum Ende haben. Auf mich kommt eh erstmal zu, gleich den Polder-Armor-Kampf, in Anführungszeichen rauszunehmen, nochmal extra zu schneiden. Weil ich würde den echt gern nochmal als extra Video online stellen, wie angekündigt. Dann kann man sich vielleicht auch mal so ein bisschen angucken, wenn man das später mal nachspielen möchte. Wie sind die Kämpfe eigentlich für die Spezialkämpfe? Einfach als kleines, ja nicht Auto, weil das hätte man geschickter lösen können. Aber als Anregung, als Gedächtnisstütze. Ja, die XP hier gehen echt gut. Langsam gibt das. Geben die Kämpfe auch gut XP. Wäre ich hier gewesen, als ich gelevelt hätte, ne Leute? Das wäre schneller gegangen, glaube ich. Zumindest von den Leveln her. Von den Zusätzen vielleicht nicht, aber dann wäre ich noch mehr überpowered. Frage ist, braucht man das wirklich? Aber nun gut, wir haben's. Und wir sollten uns nicht darüber beschweren. Oh, wir wandern mit also voll behalten. Ich habe das Gefühl, die versuchen hier Dart runterzubringen. Okay, ich bin doch nicht, wenn sie jetzt rauskommen wollen. Bring doch mal kurz raus eine Animation. Schade, das hat Rose relativ gut weggesteckt. So, ich habe keine Lust, dass der ihn abzaubert. Das
deswegen können wir stehen zuerst. Und bald dürfte Dart eigentlich auch auf Stufe 3 sein, was sein Limit an, oder auf seiner letzten Stufe, was seinen Einsatz angeht. Und sobald es Holz ist, wechselt das Holz aus. Ich überlege mir auch, wenn ich nochmal finden sollte, das dann zu streamen, dann kann man mal gucken, was ich da nicht mache, wie lang. Nicht erschrecken von der, Ausdauer, mit der ich das mache, der Stubik. Ja, wie simpel ich das mache. Stupide, ich da wirklich einfach stundenlang grinde. Aber das habe ich mir vor Ewigkeit mal angewöhnt. Jeder, der noch online gespielt hat und da mal einen Fallen One rumrennen sehen hat, das weiß ich. Und ja, da bin ich auch einfach stundenlang in einem Gebiet gewesen, habe gegrindet. Von daher, ich bin da in Anführungszeichen erfahren. Hab das in der Alpha gespielt, wo man wirklich, wirklich noch stundenlang grindet hat, um überhaupt ein Level zu bekommen. Und von daher, ja, bin ich da schmerzbefreit. Ja, wir sind im Freien. Damit kommen wir zu dem Punkt, wo ich speichern werde. Ich gucke mir jetzt noch kurz die Zusätze an, wie weit wir eigentlich sind. Bei Dart, den haben wir genau 80 Mal. 450% Schaden. Rose hat noch ein paar Durchgänge. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir speichern an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte eine Menge Spaß, die Polterarmor zu zerlegen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einfach ein Like oder einen Kommentar da. Abonniert den Channel. Schreibt mir eine Nachricht. Irgendwas. Schaut auf meinem Blog vorbei. Ist alles verlinkt. Und ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Let's Play The Legend of Dragoon. Und in diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis dann.